Monatelang sind wir den Verordnungen der Landesregierung hinterhergelaufen, die sich ständig geändert haben. Man hat ja gar nicht mehr durchgesehen. Wir waren immer in einer passiven Haltung und die legen wir jetzt ab. Wir stellen jetzt konkrete Forderungen an die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Fliegende Otto entstanden. Angelehnt an den großen Sohn Vorpommerns, Otto Lilienthal. Das sind die konkreten Forderungen der Demonstranten an die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Erstens, wir fordern die sofortige Beendigung der Maskenpflicht in den Schulen. Zweitens, wir fordern ein generelles Corona-Testverbot für Schulkinder. Drittens, wir fordern das sofortige Ende der Spaltung in eine Zweiklassengesellschaft durch Regeln wie 2G oder 2G+. Viertens, wir fordern freie Impfentscheidung für alle Menschen. Eine Impfung stellt einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des Menschen dar und muss daher eine freie Entscheidung bleiben. Insbesondere, wenn es sich um neue und bezogen auf mögliche Spätfolgen noch nicht ausreichend erforschte Impfstoffe handelt. Fünftens, wir fordern die sofortige Einhaltung des Datenschutzes. Gesundheitsdaten sind eine Angelegenheit zwischen Patient und Arzt. Sechstens, wir fordern, dass das Wissen und die Erkenntnisse aller Ärzte und Wissenschaftler bei der Bewertung der Corona-Situation mit einbezogen werden. Siebtens, wir fordern einen freiwilligen Schutz der Risikogruppen. Den älteren Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen müssen die entsprechenden Corona-Schutzmaßnahmen kostenfrei zur freiwilligen Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Achtens, wir fordern das sofortige Ende des autoritären Regierens und einen Dialog mit der Bevölkerung, die in die Entscheidung über die Verhältnismäßigkeit der Corona-Schutzmaßnahmen mit einbezogen werden muss. Das sind die konkreten 8 Forderungen dieser Demonstration an die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern. Frau Schwesig, wir sind Menschen. Menschen mit M und nicht mit G.